Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Info-News von mir an euch da draußen. Nämlich möchte ich mich für das Jahr 2019 bedanken und euch draußen alle einen guten Rutsch ins neue Jahr 2020 wünschen. Das Jahr ist jetzt nun rum und es ist wirklich viel passiert. Nicht nur bei mir, sondern auch auf Seiten von SCS. Viele neue DLCs, ATS bewegt sich momentan sehr, sehr viel. Da wird ein DLC nach dem anderen rausgeschoben. Genauso wie auch, aber jetzt müssen wir schon was trinken. Aber genauso wie beim E-Test 2 jetzt hier genauso. Black Sea DLC ist raus. Ankündigung für Spanien, Portugal ist auch schon da. Also wir sehen, es bewegt sich was. Das war die letzten Jahre leider nicht so, aber naja, SCS kann sich's leisten. Stockt das Personal auf. Und dann geht es natürlich auch los. Das finde ich klasse. Macht natürlich auch Spaß, wenn sich dann hier was bewegt. Ansonsten, viele alte LKWs sind auch rausgekommen von XPS, als Beispiel der DAF oder noch ein paar andere LKWs, die einfach so uns zur Verfügung gestellt worden sind. Da will ich mich natürlich bei allen Moddern auch mal herzlich bedanken, die sich hinsetzen und die Mods arbeiten, denn nämlich ohne den Mods wäre das Spiel wahrscheinlich nicht so attraktiv. Muss man wirklich mal ehrlich so sagen. Und deshalb sollte man es ein bisschen mehr schätzen, den einen oder anderen. Der weiß, wovon ich gerade spreche. Deshalb mehr, vielleicht ein bisschen mehr Respekt an alle Modder, die sich zu Hause hinsetzen in ihrer Freizeit und das dann machen und dann for free rausgeben. Ne? Also das muss man schon mal hoch anerkennen. Weil wenn wir uns jetzt dann nur auf SDS... falscher Blinker. Auf SDS verlassen würden, dann müssen wir noch ein bisschen warten, ne? Bis wir es genau so haben würden wollen, wie wir es bei unseren Mods eigentlich haben, ne? Deshalb da vielleicht ein bisschen mehr Respekt. Ansonsten, ich bin wie schon gesagt auf Multiplayer unterwegs, hier ist schon wieder die Kacke am Dampfen, wie immer. Die fahren ja alle schon wieder Quark zusammen. So, jetzt. Genau, jetzt sind wir hier unterwegs. Jetzt passt der Tempomat gleich noch rein und dann passt. Nur verrückt auf Multiplayer, ich sag's immer wieder. Dann vielleicht noch vielen Dank an Maximus. Ist ja der ein oder andere hat schon mal gesagt, das ist Konkurrenz. Nein, Gottes Willen, das ist, Chris ist für mich keine Konkurrenz. Das ist für mich einfach ein Kollege, der auch seinen YouTube-Channel super toll betreibt mit seinen Livestreams. Ohne dem wäre es natürlich auch ziemlich langweilig, weil ich keine Livestreams mache. Oder ich hatte früher mal welche gemacht, mache es aber aus privaten Gründen halt nicht mehr. Und deshalb bin ich auch froh, dass der Maximus das macht. Und der macht es echt gut. Und da ist immer ein bisschen was los. Da kann man im Konvoi durch die Gegend schüsseln. Und es macht wirklich Spaß bei dem. Deshalb da auch nochmal Danke an Maximus, dass das dort drüben so reibungslos klappt. Dann habe ich natürlich noch ein paar andere Kanäle bei mir auf der Hauptseite. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, vielleicht ein Abo da lassen. Guckt mal einfach vorbei, was alles so noch da ist. Vom Bechercomputer bis Dude Gaming und Tom Diesel, der auch viel so Touren fährt. Also echt klasse Videos mit dabei. Und dann mittlerweile, ich glaube, ich bin jetzt bei 81.700 Mitgliedern oder Followern, wie man hier so schon sagt. Ist auch klasse, toll, dass das bestrebt einen, dass man weitermachen muss, soll oder möchte. Muss man auch dazu sagen, macht natürlich eine Menge Spaß, wenn man positives Feedback bekommt für das, was man macht. Ist auch immer wieder schön, was man da so alles erlebt. Ne? Manchmal auch negatives, aber das gehört halt einfach mit dazu. Bei einem Alter, ja, ist ja gut, beruhigt euch. Bei so einer Community. Bei so einer Größe vor allen Dingen ist es halt klar, dass es immer wieder schwarze Schafe gibt oder Leute, die sich wie im Furz beschweren, ist halt nochmal Standard so, ne? Aber das ist ganz ehrlich, das ist mir wurscht. Das ist egal. So, A2 muss ich jetzt, muss ich hier runter, ja. Freund der Nacht. Muss ich hier schon? Mann, hier kann ich doch noch gar nicht. Ach, da vorne erst, Hannover. Das Navi zeigt das aber komisch an, hä? Was ist das für ein Quark? Was zeigt das Navi mir denn hier schon wieder an? Entweder habe ich Scheiße gebaut oder das Navi spinnt. Egal, ich fahre geradeaus. Na, sauber. Na gut, lassen wir es einfach mal so stehen. Wir fahren geradeaus weiter.
Ja, siehst du, jetzt habe ich schon einen Faden verloren. Genau, also, ja, es gibt immer wieder schwarze Schafe, die meinen, die müssen die Community ein bisschen zermürben, so, Tempomat rein, zerstören, zerstreuen, wie auch immer. Finde ich eigentlich recht schade, denn ohne diese Community wäre es nämlich echt mau, wäre es wirklich langweilig und deshalb, ja, sollte sich der ein oder andere mal darüber Gedanken machen. Oh, sehe dreispurig, passt. Verstehe ich nicht, sind drei Spuren und die. Oh, na gut, lassen wir mal den Loki hier fahren. Freund danach, macht keinen Quark hier, ey. Ich sag euch, Multiplayer, das kann manchmal ganz schön gefährlich sein. Ich fahre aber auch nicht schneller wie. Wie 81. Aber ich sehe schon. Ich muss hier schon wieder abbremsen. Oh, leck mich doch. Ey, Junge, Junge, Junge. Oh. Das sind alles Pfeifen. Das sind alles so Pfeifen. Ey, die können alles fahren nicht hier. Das ist so eine Katastrophe. Kriegst du immer ganz gleich wieder Schaden, ne? Bei der Natur. Deshalb fahre ich auch prinzipiell nicht mehr schneller wie 84, 85, Tempomat rein und Popoloch. Das hier im Multiplayer, ne? Mache ich nicht mehr. Sehe ich gar nicht ein. Die fahren ja allein Quark zusammen. Aber okay, so ist es normal. Ja, wie schon gesagt, fast 82.000 habe ich jetzt. Ich hoffe, nächstes Jahr knacke ich die 100.000. Das würde mich freuen. Weil wenn es nicht so ist, dann ist es halt nicht so. Dann ist es auch keine Tragödie. Ist jetzt hier natürlich alles, was ich hier. Alter. Das ist alles hier just for fun. Das muss man immer wieder betonen. Ich mache das hier nicht irgendwie aus von den Kohlen her. Nein, ich habe. Alter, was ist denn hier schon wieder los? Ah, guckt euch das an. Warnblinker. Ich mache das alles als Hobby. Das darf man nicht vergessen. Deshalb, wenn ich mal Lust habe, dass ich mal was mache, dann mache ich was. Wenn ich mal keine Zeit habe, dann mache ich mal nichts. Dann lasse ich den Rechner halt einfach mal aus. Und dann mache ich halt am nächsten Tag eine Modvorstellung. Wie es halt gerade mir ausgeht. Zumal ich auch noch berufstätig bin. Dann habe ich noch einen anderen Nebenjob auch noch. Also ich bin gut ausgelastet, ne? Nächstes Jahr kommt dann noch eine neue Fortbildung. Will mich noch ein bisschen weiterentwickeln im Beruf. Deshalb. Boah. Es ist alles, wie schon gesagt, hier just for fun, ne? Deshalb, ich will mich hier nicht irgendwie zwängen. Ich muss. Oder ich will. Oder ich brauche dies und das. Alles Käse. Weil mit YouTube wird man auch nicht reich. Der eine oder andere denkt immer, oh, verdienst du auf Kohlen. Ist vielleicht ein schönes Zuckerlein, wie man immer so schön sagt. Aber leben kann man davon noch lange nicht. Da müsste man wahrscheinlich schon an die. Ja, es liegt immer an der Branche. Man sagt da immer so schön, es gibt Branchen, da kann man ab 100.000 Abonnenten kann man davon leben. Da spreche ich zum Beispiel von der Beauty-Branche. Das heißt, wenn ich und Maximus uns jeden Tag Lippenstift aufziehen würde und das filmen würde, würde man wahrscheinlich 100.000 Abonnenten haben, dann könnte man vielleicht davon leben. Das kommt immer ganz auf die Branche drauf an, ne? Wie das alles berechnet und gestaltet wird. Ne? Das vielleicht mal so. Also, falls der Maximus zuhört, falls er mal Bock hat, auf Miniröcke zu testen, in Kombination mit mir, dann soll er sich melden, dann machen wir das doch mal. So, nächstes Jahr bin ich auch auf der Gamescom. Ich glaube, ich habe schon mal erwähnt. Gamescom bin ich dabei nächstes Jahr. Komme ich vorbei, schaue mir das alles mal an. War ja noch nie. Und ich muss das einfach mal nachholen. Ne? Mein SCS-Stand besichtigen und natürlich generell einfach mal ein bisschen rumlaufen. Mal sehen, wie es dann da so abläuft. Dann haben wir mittlerweile auf Facebook bin ich bei 4000 Abonnenten. Da auch nochmal vielen Dank, wer da immer fleißig vorbeischaut. Da poste ich ja nicht nur die Links hier von YouTube, die Videolinks, nein, sondern natürlich auch hier und da mein Bild, was ich privat mache oder irgendwelche LKW-Bilder oder irgendwelche anderen Sachen werden halt dort gepostet. Und auf Instagram bin ich auch unterwegs, da habe ich jetzt fast schon 10.000 Follower. Das finde ich auch mal ganz toll, da kann man auch schön seine Bilder posten, geht relativ fix, man kann Leute markieren, Positionen, also das geht, ist recht schön, gut gemacht und da bin ich auch oft unterwegs und poste auch private Sachen mal gerne, wenn ich im Urlaub bin oder was auch immer. Das, boah, da vielleicht, ich werde das alles mal verlinken, da könnt ihr auch mal vorbeigucken, vielleicht mal ein Abo dalassen oder was weiß ich was. Ihr könnt mich da auch gerne anschreiben,
Wenn ich Zeit finde, werde ich dem einen oder anderen auch immer zurückschreiben. Es klappt nicht immer. Bei einer gewissen Anzahl von Abonnenten ist es immer schwierig, dass man alle glücklich macht. Ist leider so. Deshalb für den einen oder anderen vielleicht auch mal sorry. Ich habe halt, ich bin halt nicht 24 Stunden am Rechner oder am Handy, sondern habe auch noch Familie und dies und das. Und deshalb klappt es halt auch nicht immer, dass ich gleich zurückschreibe. Dauert manchmal ein bisschen. Aber boah, dass ihr da vielleicht auch mal so ein bisschen Hintergrund wisst, wenn ich nicht gleich zurückschreibe. Müsst halt ein bisschen Geduld haben. Ne? Wenn ich es hauptberuflich machen würde, dann könnt ihr den schimpfen. Mache ich aber nicht, deshalb ist es halt so. Alter, die fahren hier mit Kisten durch die Gegend, ey, mit XXXXL-Varianten. Wahnsinn. Ich fahre hier bloß mit dem Schwarzmüller durch die Gegend. So. Und dann reicht mir das auch. Dann hoffe ich mal, dass nächstes Jahr noch viel passiert. ETS 2, sprich, jetzt muss ich hier bremsen. So eine Scheiße, weil ich muss rüber. Ich muss rüber, mein Freund. Also du fährst auf die linke Spur. Oh, das ist nett. Ach, muss ich gar nicht. Das ist ja die neue Autobahn, ne? Ich hätte gedacht, das ist jetzt hier noch die alte. Aber trotzdem sehr nett gemacht hier vom D-Meet 98, der links rüber gezogen ist. Aber Lichthube geben. Ich mache das immer gerne, wenn mich jemand überholt, dass ich Lichthube gebe, aber es gibt welche, die ziehen dann rein und Blinker rechts, Blinker links. Finde ich ganz schön. Aber naja. Ich halte mir an meiner zwischen 80 und 85 schneller fahre ich nicht mehr hier. Sehe ich gar nicht ein. Ich komme so auch an mein Ziel. Dauert ein bisschen länger, aber es reicht. Ich bin letztes Mal auch hier wieder vom Server geflogen, weil ich mit Licht... Ich bin mit Licht gefahren am Tag. Das war die absolute Hölle für den Admin, der mich hier gesehen hat. Ne? Wahnsinn. Sehr kriminell sowas, wenn man am Tag mit Licht fährt. Der hat nicht mal Rundumleuchten an, nur Licht. Naja, bin ich geflogen. Manchmal haben sie schon so Regeln, da haut sie den Schalter raus, aber okay. So, wie verbringt ihr euer Silvester? Ich bleib zu Hause mit Familie. Die Zeiten sind vorbei mit dem großen Rumrammeln. Ich mach das nicht mehr. Vor allem, wenn man Familie hat, geht es sowieso nicht so einfach. Ach, nicht muss hier lang. So. Ich werde schön zu Hause bleiben. Und einfach mal nichts machen. Und Silvester genüsslich zu Hause verbringen auf der Couch. Ein bisschen was schlürfen, gut ist. So, tippen wir mal wieder raus hier. Böller, ich weiß nicht, ob ihr Böller gekauft habt. Ich habe mir dieses Jahr keine Böller gekauft. Nicht, weil ich den ganzen Trend hier hinterher rolle, wie es alle anderen machen. Nein, das mache ich nicht. Finde ich absoluten Quark. Man kann schon mal ein bisschen... Mal schauen, was der hier macht. Okay. Man kann schon ein bisschen drauf aufpassen, aber... sich jetzt alles zu verbieten zu lassen oder alles verbieten hier, ich finde das auch nicht, weiß ich, das Gelbe vom Ei finde ich auch nicht. Ich habe es früher mal als Kind ganz genossen, wenn ich lange wach bleiben durfte, einmal im Jahr, also richtig lange wach, Silvester und Feuerwerk und dies und das. Und jetzt, wenn ich anschaue, wenn meine Tochter später mal so alt ist, so mit 17, 18 oder so, dauert noch einige Jahre, dann wird die das gar nicht mehr kennen oder wahrscheinlich gar nicht mehr sehen, weil es nicht mehr gibt. Finde ich auch ein bisschen schade irgendwie. Aber naja, so ist es normal. Man kann es auch übertreiben manchmal ein bisschen. Aber so ist es nun mal. Wir leben nun mal in dieser Gesellschaft, da müssen wir damit leben, dass es so ist, wie es ist. Es war jetzt kein Beinbruch, aber es ist ja trotzdem schade, dass jetzt immer mehr Städte das verbieten, dass man hier Raketen schießt und solche Geschichten. Das ist, ich weiß nicht, dann kommen sie mit irgendwelchen Lasershows an. Ist nicht das Gleiche. Ich weiß nicht. Vor allen Dingen, wir sind diejenigen, die es verbieten und die anderen Länder, die pulvern es gerade noch so raus. Deshalb, ich weiß nicht. Naja, anderes Thema wieder, ne? So, Autobahnkreuz, geht's gleich weiter hier. Hartbacher Dreieck. Und dann haben wir es eigentlich schon wieder.
Gut, dann will ich euch auch schon wieder in Ruhe lassen. Wie schon gesagt, ich wünsche allen ein frohes neues Jahr 2020. Rutscht gut rein. Hupen wir mal mit. Oh, was mein Hupe hier ist. Und ich hoffe, dass ihr alle gut ins neue Jahr reinkommt, ohne Stress, ohne Hektik, ohne Unfall vor allen Dingen auch, ne? Ja, beruhig dich. Und ja. Und dann sehen wir uns auf alle Fälle wieder im neuen Jahr. Im Januar 2020 geht es dann wieder weiter mit neuen Mod-Vorstellungen, mit neuen News aus Prag. Schauen wir mal, was da noch so kommt, die nächsten Jahre. Ich hoffe auf mehr Details, sprich mehr Animationen noch im Spiel. Das wäre einfach geil, so sprich hier oben Tachograph und so solche Geschichten. Das wäre noch irgendwas, was mich sehr reizen würde, wenn da was kommt, wo dann Display anzeigt, so viel Fahrzeit hast du noch übrig. Lauter solche Sachen halt, ne? Bin ich mal gespannt, was da noch so kommt. Wir lassen uns überraschen. Gut, dann wisst ihr Bescheid. Ja, ich will hier gar nicht mehr weiter groß lang rumdrücken. Ihr wisst Bescheid, wo ihr mich erreichen könnt, wenn es noch irgendwas gibt. Und dann wünsche ich euch angenehmen Rutsch ins neue Jahr nochmal und auch an meine Hater, die mich nicht mögen, guten Rutsch. Haha. Und ja, in diesem Sinne wie immer, allzeit gute Fahrt, macht's gut, bis bald und auf Wiedersehen.